Okay, ja, hallo. Ja, ich arbeite in der Rheumatologie und bevor wir mit dem Vortrag anfangen, stellt sich natürlich die Frage, was ist eigentlich Rheuma? Rheuma ist schlussendlich das, was die älteren Damen später mal haben oder was sie vielleicht von ihrer Oma kennen, diese verkrümmten Finger oder so. Das ist quasi eine Folge von Rheuma. Rheuma betrifft leider hauptsächlich Frauen in einem Alter über 50. Und es ist schlussendlich eine Erkrankung der Gelenke. Wenn Sie sich jetzt fragen, was sind die Gelenke? Es sind ja zum einen für mich als Wissenschaftlerin am faszinierendsten an unserem Körper, aber auch mit am wichtigsten. Und das werden Sie leider alle irgendwann feststellen, nämlich dann, wenn die Gelenke kaputt sind im Alter durch Arthrose. Bei Rheuma ist es so, dass es quasi alle Gelenke angreift. Das ist autoimmun. Unser Immunsystem, was uns eigentlich schützt, richtet sich gegen die Gelenke. Und dann hat man Rheuma. So viel zur Einführung. Wer von Ihnen liest denn eigentlich den Spiegel, das Magazin? Wahrscheinlich werden es viel mehr tun, als die, die sich jetzt gemeldet haben. Aber Spiegel zu lesen ist ja immer so ein bisschen wie Bildzeitung lesen. Man tut es eigentlich ganz gern, aber so richtig steht man nicht dazu. Ich habe mal eine Ausgabe mitgebracht von 1985. Die eine relativ interessante Schlagzeile hatte, warum eigentlich oder wozu noch studieren. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ganz froh, dass daraufhin nicht die ganzen Universitäten abgeschafft wurden, weil so konnte ich 20 Jahre später zumindest noch zur Uni gehen. Weswegen ich die Ausgabe mitgebracht habe, und zwar gab es da drinnen ein Streitgespräch zwischen einer grünen Politikerin und einem Vertreter von einer Pharmafirma. Es ging dabei um das Thema Tierversuche mit dem Übertitel Tiere haben kein Rheuma. Was gesagt wurde, ganz kurz zusammengefasst, Rheuma ist wichtig, weil es betrifft viele und Tiere haben kein Rheuma. Da ich ursprünglich mal Tiermedizin studiert habe, stelle ich mir die Frage, ist das denn wirklich so? Was habe ich damals denn im Studium gelernt? Und um ehrlich zu sein, also Rheuma kommt sehr, sehr selten vor, viel seltener als Arthrose. Arthrose ist das, was Sie alle im Alter bekommen und nicht mehr laufen können. Aber es gibt es. Und zwar in einer bestimmten Art von Hunden, und da wir vorher die Möpse hatten, auch die Möpse zählen dazu. Und zwar ist das die sogenannte Kategorie der Toy Dogs. Unser Professor hat immer gesagt, das sind die Rassen, die niedlich aussehen, weil die haben so große Augen und die passen in die Handtasche. Das sind dann diese ganzen Spezies, die Sie da quasi sehen. Die sind auch Rheuma-Faktor positiv. Das ist, ich sage jetzt nichts zu unserem Gast hier vorne. Genau, also ein Lebensbeispiel ist da. Genau, die sind auch Rheuma-Faktor positiv, das haben wir Menschen quasi auch. Also kann man im Blut testen, ob man Rheuma hat oder nicht. Es hat natürlich als Ursache, ja, wie man oben sieht, irgendwas wahrscheinlich mit Genetik zu tun, kann aber auch durch eine Infektion mal entstehen. Die Symptome sind eigentlich allgemeine Krankheitszustände, Unwohlfühlen, aber auch sowas wie Erbrechen, was man jetzt nicht direkt mit Rheuma in Verbindung bringen würde. Und die Diagnose ist relativ schwierig und wird halt wird auch dadurch weniger in der Kleintierpraxis gestellt, weil man braucht dafür Röntgen und aufwendigere Diagnoseverfahren. Die einzige Therapie bei Hunden ist da Cortison. Was natürlich die Nebenwirkung hat, Fettleibigkeit. Das heißt, wenn Sie demnächst mal wieder einen dicken Hund auf der Straße sehen, haben Sie nicht sofort Vorurteile, sondern fragen Sie vielleicht, ob der auf Cortison ist. Genau, es gibt aber auch noch eine andere Spezies in der Tierwelt, die gerne mal an Rheuma leidet, und das ist die Ratte oder die Maus. Jetzt denken Sie sich bestimmt, ich habe noch nie eine Rheuma-Ratte oder Maus gesehen. Ja, in der freien Wildbahn würden die auch nicht überleben und die gibt es da auch nicht. Weil die Ursachen sind nämlich zum einen die Genetik und zum anderen die Umwelt. Es tritt halt häufiger bei den Mäusen auf, die wir im Labor züchten, damit sie Rheuma bekommen. Oder die wir halt entsprechend behandeln, also durch Umwelteinflüsse quasi, damit sie Rheuma-ähnliche Symptome haben. Es gibt ganz viele verschiedene Modelle, die haben total coole Abkürzungen, so wie CIA, KXBN. Mich erinnert das immer so ein bisschen an Geheimdienst irgendwie so. Genau. Diese Tiermodelle sind über viele Jahre eingesetzt worden. Die zeigen immer so bestimmte Bereiche der Erkrankung quasi auf. Und die haben auch wirklich dazu beigetragen und geholfen, dass wir die Therapien, die wir heutzutage für Rheuma haben, entwickeln konnten. Zum Beispiel Adalimumab ist eins der weltweit am meisten verkauftesten Medikamente, weil es einfach in vielen Bereichen eingesetzt werden kann. Das wurde hauptsächlich in CIA-Mäusen getestet. Wir stoßen aber auch an unsere Grenzen.
Nämlich, wenn wir bestimmte Medikamente entwickeln, die wirklich rein nur für den Menschen wirken, also die wir in der Maus oder Ratte nicht testen können. Und natürlich ist auch die Sicherheit eine Frage. Also da, wo wir Medikamente in den Menschen bringen, nachdem sie in der Maus positiv getestet wurden, können toxische Erscheinungen auftreten, die man häufig nicht voraussagen kann. Das sind dann halt immer wirklich die Probleme. Und da müssen wir einfach weiterdenken. Und was wir machen ist, wir versuchen das Ganze im Reagenzglas abzubilden. Wir versuchen wirklich das komplette Gelenk abzubilden, so wie es hier oben ist. Wir fangen an mit dem Knochen, wir haben da drüber den Knorpel, dann haben wir die Gelenkflüssigkeit und die Gelenkschleimhaut. Und das versuchen wir zu bauen. Wie das Ganze aussieht oder wie unser Reagenzglas aussieht, ist dann sowas. Also man hat eher so eine Reagenzplatte, eine Wellplatte, wo man halt die einzelnen Modelle drin hat und dann kann man das für verschiedene Patienten oder Spender quasi machen und hat so seinen kleinen Patienten im Reagenzglas. So sieht unser Knochenmodell aus oder unser Knorpelmodell und wenn man da noch ein bisschen näher reinzoomt, sieht man auch, dass die Zellen da wirklich anhaften und leben und dass das Ganze auch noch irgendwie ganz hübsch und irgendwie ja, so künstlerisch aussieht. Genau, was wir aber als nächstes machen neben diesen Wellplatten ist, wir haben ja, unser Körper ist ja irgendwie auch, wir bewegen uns, da ist die ganze Zeit Dynamik drin, da sind biomechanische Einflüsse und wir haben natürlich auch unser Blutsystem, was die ganze Zeit unseren Körper perfundiert und das wollen wir auch abbilden und dafür gibt es sogenannte Bioreaktoren. Das ist die alte Variante. Man öffnet den Brutschrank und hat einen Wust an Kabeln, man weiß gar nicht mehr, was wohin gehört und irgendwie. Wir haben zusammen mit einer Firma oder die Firma hat das entwickelt, so einen futuristischen Bioreaktor, der ganz schick ist, entwickelt, wo man das wirklich sehr übersichtlich auf einer Plattform hat. Hier würde man seine Kulturplatte einspannen und dann wird die ganze Zeit dort quasi Medium durchperfundiert. Da das jetzt noch nicht fancy genug ist, haben wir uns mit einem Konsortium zusammengetan und wurden vom BMBF dafür eine Sondierungsphase gesponsert. Weil wir wollen das Ganze auch noch autonom machen. Das Ganze soll selber denken, soll quasi diese Proben oder diese kleinen Modelle die ganze Zeit untersuchen und ein Monitoring fahren und dann je nachdem die Kultivierungsbedingungen anpassen. Dafür brauchen wir natürlich richtig up-to-date Methoden, sowas wie Lightsheet-Mikroskopie oder CAS-Mikroskopie. Aber auch den richtig fancy Shit, sowas wie zum Beispiel die Omics, das ist so der Tesla in der Wissenschaft zurzeit oder künstliche Intelligenz. Ich glaube, jeder weiß es mittlerweile, alle fördern es, alle wollen es haben, alle wollen es machen. Auch wir wollen das einbauen, damit das Ganze dann am Ende wirklich autonom laufen kann. Genau, wie sieht die Zukunft also der Biomedizin aus? Ich denke, wir müssen ehrlich sein, wir können Tierversuche in den nächsten 50 bis 100 Jahren in der Grundlagenwissenschaft nicht vollständig abstellen. Weil es ist einfach auch gesetzlich vorgeschrieben. Wenn wir ein Medikament in den Menschen bringen wollen, muss es vorher getestet sein. Bevor wir das nicht ändern, brauchen wir über alles andere nicht zu diskutieren. Aber wir sollten natürlich an der Zukunft arbeiten und die wird so aussehen, dass wir im Reagenzglas arbeiten, dass wir das Ganze im Computer simulieren, wie wir es vorher auch gehört haben mit der Systempharmakologie. Und dass wir eventuell auch wirklich auf die komparative Medizin kommen, dass wir einfach auch mal feststellen, dass Tiere nicht nur Tools sind, die wir benutzen, sondern halt auch Patienten, so wie zum Beispiel diese Hunde. Und ich habe das mal bei uns vorgestellt, das wäre ja eigentlich auch ganz lustig, so eine Toy-Dog-Klinik bei uns auf dem Campus zu haben, sodass man dort quasi wirklich im Patienten die neueren Sachen austesten kann und so was für das Tier, aber auch für den Menschen erreicht. Und ja, da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, man soll die Zukunft nicht vorausschauen, sondern man soll sie machen. Und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.